Der Kollege Dietmar Bartsch erhält nun für die Fraktion Die Linke das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bartle hat von einem neuen Kapitel in der Haushaltspolitik gesprochen. Ich kann nur sagen, Herr Bartle, Ihre Haushaltspolitik verspielt die Zukunftschancen des Landes. Das ist das Markenzeichen Ihrer Politik. Es gibt keinen Wendepunkt in der Haushalt- und Finanzpolitik des Bundes. Und es gibt auch nicht die Einleitung der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Sie sprechen hier von einem Sparpaket. Schon der Titel ist irreführend. Was Sie machen, das sind Kürzungsarien und Kürzungen, in der Regel wirklich falsche Kürzungen, die Sie in diesem Haushalt vornehmen. Und da will ich die Zahlen noch mal wiederholen, die Sie hier immer stolz verkünden. 48,4 Milliarden Euro neue Schulden im Jahre 2011 sind weder Ausdruck struktureller Sparmaßnahmen, noch etwa, wie Sie das hier darstellen, etwa neue Helden zu feiern. Das ist überhaupt nicht der Fall. 48,4 Milliarden neue Schulden, das ist die zweithöchste Neuverschuldung innerhalb der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von Schuldenabbau ganz zu schweigen. Und Sie wollen in dieser Legislatur 140 Milliarden neue Schulden machen. Das ist Ihre Haushaltspolitik. Und dazu kommen dann noch die Schattenhaushalte oder Sondervermögen wegen meiner auch, die die Bundesregierung geschaffen hat. Das ist ein zusätzliches Haushaltsrisiko. Und niemand weiß hier im Saale, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Das alles hat nichts mit Haushaltsklarheit und nichts mit Haushaltswahrheit zu tun. Und Fakt ist, Sie haben jetzt hier von der geringeren Neuverschuldung geredet. Diese geringere Neuverschuldung gegenüber dem Regierungsentwurf ist doch im Kern durch Steuermehreinnahmen aufgrund der konjunkturellen Entwicklung und durch das Streichen von Investitionen zustande gekommen. Ich will mal an dieser Stelle wirklich verzichten, wer denn nur diesen Konjunktureffekt herbeigeführt hat. Carsten Schneider nimmt ihn für sich in Anspruch, Sie natürlich für sich. Das ist für mich relativ egal. Aber eines ist doch Fakt. Am Ende dieses Jahres sind wir, was das Wirtschaftsniveau betrifft, unter dem Jahr 2008, also dem Vorkrisenjahr. Das ist doch die Realität. Von wegen Turbo, wir sind unter dem Vorkrisenjahr. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Und Fakt ist und bleibt, Wolfgang Schäuble wird auch im Jahre 2011 die Krone des Schuldenministers aus Theo Weigels Schrank in Bayern abholen können. Das ist die Realität. Und dann muss man ja zugleich noch feststellen, dass man ja dankbar sein muss, dass Schäuble im Amte bleibt. Denn ginge es nach der FDP und nach einigen Leuten aus der CDU, so würde nach der Mövenpick-Steuer würde es ja noch weitere Steuersenkungen geben. Und das ist in dieser Situation natürlich völlig absurd. Meine Damen und Herren von der FDP, verabschieden Sie sich von dem Gedanken, in dieser Lage wirklich über Steuersenkungen nachzudenken. Das ist völlig falsch. Das lehnen wir grundsätzlich ab. Sie stärken damit nicht, wie Sie behaupten, die Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie verletzen die Demokratie. Sie zerstören die Grundlagen unserer Gesellschaft. Es gibt immer mehr Arme und immer Reichere in der Gesellschaft. So bringen Sie, wie man in Gorleben, in Stuttgart sehen kann, Unfrieden über das Land. Und deswegen, Frau Bundeskanzlerin, wollte ich gerade sagen, deswegen ist es eben nicht, wie Sie auf dem CDU-Parteitag gesagt haben, die Bilanz von Schwarz-Gelb nach einem Jahr, dass sie sich sehen lassen kann und dass nur der Stil schlecht ist. Das ist nicht der Fall. Ihre ganze Politik ist ungerecht, ist unsolide und ist unsozial. Sie gefährden den sozialen Zusammenhang des Landes. Deshalb ist eine andere Politik nötig. Und diese andere Politik, die Gerechtigkeit heute und Zukunftsgestaltung miteinander verbindet, die ist möglich. Das ist letztlich nur eine Frage des politischen Willens. Was machen Sie denn real? Sie kürzen das Elterngeld bei den Hartz-IV-Empfangenden. Sie streichen die Beiträge zur Rentenversicherung für die Arbeitslosengeldbeziehenden. Sie streichen das Übergangsgeld von Arbeitslosengeld I zu Arbeitslosengeld II. Sie streichen die Heizkostenzuschüsse. Das alles betrifft diejenigen, die wirklich mit der Krise nur aber auch gar nichts zu tun haben. Und bei alledem kommt noch. Bei alledem will ich eines hervorheben. Das, was Sie tun, trifft in besonderer Weise die Menschen aus den neuen Ländern. Wenn man sich anschaut, pro Kopf 44,56 €. Und wenn man sich dann die Spannbreite anguckt, 21,88 Euro für diejenigen, die in Bayern wohnen und 95,68 Euro für diejenigen in Berlin. Und Frau Bundeskanzlerin, wir aus Mecklenburg-Vorpommern am zweitmeisten betroffen mit 82,28 Euro pro Kopf. Sie vertiefen damit die Spaltung von Ost und West. Und das ist nicht verantwortlich, meine Damen und Herren. Sie,
Sie versuchen bei den 5 Euro, die die Hartz-IV-Empfänger jetzt mehr bekommen, diejenigen, die arm sind, gegen die Allerärmsten auszuspielen. Führen Sie doch einen gesetzlichen Mindestlohn ein. Dann können wir auch die Regelsätze erhöhen. Das wäre die richtige Maßnahme. Sie spielen die Ärmsten gegen die Ärmsten in der Gesellschaft aus, und das ist inakzeptabel. Das zentrale Problem Ihrer Politik ist aber, hier schon erwähnt heute, Sie verzichten auf strukturelle Mehreinnahmen, auf Einnahmenerhöhungen. So wird letztlich Ihre ungerechte und unsoziale Politik im Sparpaket manifestiert zum eigentlichen Koalitionsvertrag dieser Regierung. Schwarz-Gelb ist eine Lobbyregierung. Sie sind die willfährige Regierung der Atomlobby. Das hat sich in der Nacht herausgestellt. Sie sind die Lobbyregierung der Pharmaindustrie. Das hat der schwarze Freitag für die Gesundheitspolitik in der letzten Sitzungswoche gezeigt. Sie sind auch die Regierung der Bankenlobby. Was machen Sie denn jetzt in Irland wieder? Es sind wieder die Banken, die nicht zur Kasse gebeten werden. Und das eben ist inakzeptabel, meine Damen und Herren. Das ist, Frau Bundeskanzlerin, Sie werden sich erinnern, es gab mal eine nicht erfolgreiche Politik der Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik. Jetzt gibt es die Einheit von Wirtschaft und Lobbypolitik, und die wird auch nicht erfolgreich sein. Und wenn Sie das dann noch mit einem Leserbrief, der insgesamt 2,8 Millionen gekostet hat, da will ich gar nicht zum Inhalt was sagen, weil, ja, es war auch wenig Inhalt, das stimme ich ausdrücklich zu. Das Problem ist, dass das auch zumindest aus unserer Sicht verfassungsrechtlich bedenklich ist, so dicht an Wahlen Werbung zu machen. Zumindest im Jahre 87 hat das Verfassungsgericht dazu eine klare Ansage getroffen. Wir, die Linke, wir wollen wirksame Zukunftsinvestitionen und Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft, vor allen Dingen bei den Menschen mit geringem Einkommen. Warum kürzen Sie denn das Programm zur energetischen Gebäudesanierung? Es ist völlig inakzeptabel. Warum kürzen Sie das Programm zum Stadtumbau? Selbst Ihre Experten von Union und FDP sagen, dass das falsch ist. Es ist eine völlig falsche Maßnahme, bei Zukunftsinvestitionen zu kürzen. Warum wird die soziale Stadt letztlich völlig weggenommen? Das alles ist falsche Politik. Zukunftsinvestitionen heißt zum Beispiel eine kommunale Investitionspauschale. Das wäre, um den Kommunen zu helfen, eine richtige Maßnahme. Oder die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Infrastruktur in Ost und West. Oder wollen wir nicht endlich den Investitionsstau bei Krankenhäusern wirklich abbauen und dort etwas tun? Das alles sind Zukunftsmaßnahmen, aber sie reduzieren bei Investitionen. Und deshalb ist das keine Zukunftspolitik. Und lassen Sie mich einen Punkt noch mal hervorheben. Sie haben doch in Ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass Sie die Oderquote einhalten wollen. Warum tun Sie denn bei Entwicklungspolitik nicht etwas mehr? Wir pochen einfach nur auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages. Das wäre ja schon mal sehr wichtig, wenn Sie endlich etwas tun, damit wir nicht permanent nach Ihren Beschlüssen dann mit Soldaten überall in der Welt umher sind. Nein, bei der Oderquote mehr tun, etwas gegen Hunger und Armut in den Entwicklungsländern zu tun, das wäre wirklich eine richtige Maßnahme. Und natürlich die Kaufkrafterhöhung, deswegen Erhöhung der Regelsätze, deswegen wollen wir auch Rentengerechtigkeit herstellen, zum Beispiel durch die Angleichung der Ostrenten. Wir haben in unserem Entschließungsantrag diverse Maßnahmen vorgeschlagen. Zuletzt will ich noch etwas sagen zur Einnahmenerhöhung. Wir haben im Krisenjahr 2009 bei den privaten Geldvermögen in Deutschland eine Erhöhung um 200 Milliarden. 4,7 Millionen ist das Wirtschaftswachstum zurückgegangen, die privaten Geldvermögen sind auf 4,64 Billionen gestiegen. Die Zahl der Vermögensmillionäre sind im Krisenjahr auf 861.500 gestiegen. Und dann muss mir jemand erklären, dass wir nicht darüber nachdenken können, bei den Vermögenden wirklich ein Stück zur Finanzierung der Krise auch abzuholen. Der Kernvorschlag der Linken ist und bleibt eine Millionärsteuer. Bis zu einem Euro alles frei. Privates Geld und Immobilienvermögen. Niemand will irgendwie Unternehmen belasten. Aber darüber 5%, das ist doch keine Zumutung. Wer 2 Millionen Geldvermögen hat, muss 50.000 zahlen. Da fällt doch nicht in Verarmung. Warum ist denn ein solcher Vorschlag nicht realisierbar, meine Damen und Herren von der Union und von der FDP? Warum denken wir in dieser Situation nicht über eine Steigerung des Spitzensteuersatzes nach Richtung 50%? Der kann ja wegen meiner auch etwas später einsetzen. Das wäre doch aber enorm wichtig, auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Warum gibt es nicht eine Sonderabgabe auf Boni in der Finanzbranche? Auch das wäre doch notwendig, wenn jetzt schon wieder nach der Krise oder in der Krise neue Boni gezahlt werden. Warum kann man eine solche Sonderabgabe nicht einführen? Sie haben unsere Unterstützung bei der Einführung einer Finanztransaktionssteuer.
Aber da erwarten wir natürlich auch mehr Enthusiasmus, mehr Druck, damit das auf europäischer Ebene wirklich geschieht. Das wäre sehr wichtig und wir sind in jedem Fall dafür. Und Herr Schneider hat darauf, das ist falsch, das ist sehr falsch, wenn Sie nicht auf uns hören. Das würde auch für Sie gut tun und vor allen Dingen wäre es fürs Land gut. Vor allen Dingen wäre es fürs Land gut. Warum? Carsten Schneider hat auf den Bericht des Bundesrechnungshofs verwiesen. Warum tun wir nicht mehr bei dem Ausbau der Steuerfahndung? Wenn wir das tun würden, würden wir Milliarden in die Haushalte bekommen. Auch das schlagen wir vor. Das ist etwas sehr Notwendiges. Lassen Sie mich doch einen Hinweis geben. Wir wollen auch, was den Umzug der Regierung betrifft, eine Änderung des Bonn-Berlin-Gesetzes. Herr Weise, der ist nun wirklich nicht verdächtig, ein Dollar-Sympathisant der Linken zu sein und er steht da wirklich in keinem Verdacht. Aber der hat die Situation zutreffend beschrieben. Es ist nicht akzeptabel, wenn 20 Jahre nach der deutschen Einheit immer noch 9 von 16 Bundesministerien mehr Personal in Bonn als in Berlin haben. Deswegen lassen Sie uns dazu kommen, dass die Regierung wirklich hier in Berlin zusammengeführt wird. Schwarz-Gelb, meine Damen und Herren, kürzt, streicht und schafft ab bei den sozial Schwachen. Spielt die Armen gegen die noch Ärmeren aus und schont auf der anderen Seite die Vermögenden und diejenigen, die von der Krise profitiert haben und die jetzt schon wieder profitieren. Das ist nicht akzeptabel. Das Land und die Menschen brauchen eine andere, eine gerechte und eine zukunftsorientierte Politik. Dankeschön.